Zu guter Letzt haben wir jetzt noch einen Vortrag von Professor Rüdiger Weiß. Er ist Professor für Informatik an der Beuth-Hochschule in Berlin für Technik. Und er beschäftigt sich schon sehr, sehr lange, seit seinen Anfängen mit Kryptographie, hat auch zum Thema Kryptographie promoviert und wird uns jetzt etwas dazu erzählen, was Kryptographie nach Snowden überhaupt noch bedeuten kann. Vielen Dank, schönen Abend. Ich habe jetzt natürlich das Problem, ich warne jetzt schon mal vor, dass ich an einigen Stellen auch ein paar mathematisch positive Sachen erzählen werde. Rennen Sie bitte nicht alle weg, weil wir beginnen mit einer guten Nachricht, nämlich dass Mathe uns hier durchaus sehr gut helfen kann. Also vielleicht sogar einen Schritt weiter. Vielleicht ist das Einzige, was man noch sich vertrauen sollte, in der Tat Mathematik, wo man nachweisen kann, wie sicher etwas ist oder nicht. Also vielleicht eine ganz überraschende Sache. Allerdings habe ich auch eine ganze Reihe von praktischen Empfehlungen und auch ein paar Ausblicke hier nochmal gemacht. Da das ein kritisches Thema ist und die Zeit auch schon ziemlich fortgeschritten ist, erlaube ich mir, unpädagogisch aber mit der wichtigsten Folie anzufangen. Die wissenschaftlich starke Kryptographie ist auch gegenüber mächtigen Geheimdiensten offensichtlich so stark, dass sie nicht brechbar ist. Wenn man alle bisher bekannten Snowden-Dokumente anschaut, ist es sogar ehrlich gesagt eher das Gefühl, die kochen zwar mit sehr viel Wasser, mit sehr vielen Töpfen, allerdings wirklich wenig Überraschendes, bis auf ein, zwei Stellen, die allerdings natürlich sehr relevant sind für unsere Sicherheit im Netz. Und erlauben Sie mir, dass ich da nochmal drauf eingehe. Schönes Zitat ist von Bruce Schneier, "Trust the math, encryption is your friend." Vielleicht ist es sogar eine der letzten Freunde, die wir haben. Und um es nochmal zusammenzufassen, Kryptographie ermöglicht mit Mathematik auf dem Fingernagel großen Gerät, Kryptographie zu machen, die nicht von allen Geheimdiensten in der Welt, nicht mal wenn sie sich zusammenrotten, zu brechen ist. Es ist auch sehr schön mathematisch ästhetisch, dass auch wenn sie das in einer Programmiersprache, die ein bisschen abstrakter ist, programmieren, können sie wirklich mit 20 Zeilen sicher verschlüsseln. Meine Studenten werden das wissen, das ist nämlich dann die Übungsaufgabe Nummer 2. Hier gibt es natürlich Leute, die irgendwie sagen, sie machen tolle Sachen und verkaufen ihnen was. Ich finde es ganz okay. Ich finde auch schön, dass die Vorgänger Werbung für sich gemacht haben. Der alte Spruch ist, wo Geld ist, ist der Teufel, wo kein Geld ist, ist er zweimal. Also insofern will ich das gar nicht negativ bewerten. Ich kann aber Ihnen hier wirklich massiv Werbung machen für, verwenden Sie Sachen, die nichts kosten. Also verwenden Sie freie Software, die ist erstens kostenlos, was vielleicht für einige irgendwie ein Argument ist, aber die ist insbesondere Hintertüren frei und wir werden an einigen Stellen sehen, dass das nicht irgendwie eine Paranoia von Kryptografen ist, diese Probleme mit den Hintertüren, sondern dass es inzwischen jetzt offiziell bestätigt ist von allen möglichen Seiten. Trotzdem wundern sich einige Leute, dass man als Kryptograf im Moment eigentlich relativ tiefenentspannt ist. Warum? Es ist einfach nichts Neues. Wir Kryptografen machen seit vielen Jahrzehnten immer Kryptographie, die hält, auch wenn alle Nachrichten abgehört werden, auch wenn alle Nachrichten manipuliert werden können, auch wenn der Angreifer ein paar Milliarden zur Verfügung hat. Das ist Übungsaufgabe Blatt 1, Blatt 2, also Aufgabe 2 in Blatt 2, dass man das ausrechnet. Die Ergebnisse sind im Moment ganz interessant, Snowden. Ich bin ihm sehr dankbar. Wir wissen jetzt genau, an welchen Kabel, wir wissen nicht, dass abgehört wird oder nehmen an, dass es abgehört wird, sondern wir wissen, an welchen Stellen abgehört hat. Wir wissen auch, dass Milliarden zur Verfügung sind, wir wissen das jetzt auf den Cent genau. Das ist für mich jetzt Arbeit, ich muss jetzt die Aufgaben ändern, allerdings muss ich da irgendwie nur eine neue Zahl eintragen. Also insofern ist wirklich relativ wenig Neues, weil wir Kryptografen immer angenommen haben, dass wir von Leuten verfolgt werden, die unbegrenzte Mittel haben und Alien-Technologie zur Verfügung haben. Wir kommen nachher nochmal gleich zur Alien-Technologie. Das ist nicht so daneben, wie es sich das anhört, um vielleicht einen kleinen Vorgriff zu machen. Alle Technologie, die komplett neu war, also auch die Computer im Zweiten Weltkrieg,
wurden als erstes eingesetzt, um Kryptographie zu brechen. Ja, wir haben Leute da, die Milliarden zur Verfügung haben, nicht kontrolliert werden und ein paar tausend Mathematiker beschäftigen. Also insofern relativ interessant, aber wissenschaftlich betrachtet ist das alles eine Fußnote, also eine kleine Anpassung. Wir müssen nichts grundsätzlich ändern und unsere Krypto ist wohl auch nicht brechbar. Alle Krypto ist nicht brechbar? Nein. Die Krypto, die die Kryptogemeinde empfiehlt, ist nicht brechbar. Die Kryptographie, vor der gewarnt wurde, ist noch viel kaputter, als wir uns erträumt haben. Nehmen wir mal einen zentralen Punkt, der RC4-Algorithmus. Den meisten Leuten ist ja bekannt, es ist der Standardalgorithmus, der verwendet wird. Warum ist ein Standardbewertung? Ich bin nicht so schön in Verschwörungstheorien heute Abend. Die wird hauptsächlich deswegen verwandt, weil er im Moment billig ist. Also es ist sehr, sehr schnell in Hard- und Software zu generieren. Es ist einfach billiger, als ordentliche Kryptographie zu machen. Außerdem ist RC4 natürlich ein Nerd-Porn, um es mal ganz freundlich zu sagen. Es ist ein unglaublicher Geniestreich von Ron Rivest. Es ist unglaublich elegant, es ist schnell, es sind wenige Programmzeilen und wer wirklich hart nerdig drauf ist, der weiß, dass also im Kryptonomikon ein Cipher vorgestellt wird, der mit Spielkarten funktioniert. Das ist eigentlich nur eine kleine Weiterverarbeitung von dem RC4-Cipher. Also es ist ein Und der klügste Kopf, der wahrscheinlich auf der Erde im Moment im Kryptographiebereich unterwegs ist, hat da was gemacht, was unheimlich schön ist, wo jeder Forscher eigentlich in Ehrfurcht erstirbt. Allerdings ersterben wir Kryptografen nicht so richtig in Ehrfurcht. Wir sind dann durchaus motiviert, die Sache anzugreifen. Insbesondere, weil dieser Algorithmus völlig anders konstruiert ist als alle anderen Verfahren. Wenn Sie was Langweiliges machen, wo man 30 Jahre dran gearbeitet hat und hier geschraubt, dann ist es unwahrscheinlich, dass es komplett auseinanderfliegt. Wenn was unglaublich Elegantes ist, was irgendwie 12 Zeilen braucht, dann kann es sein, dass irgendwie ein anderer kluger Mensch sich hier setzt und es dann komplett kaputt ist von jetzt auf nachher. Also es gab schon immer Warnungen vor RC4. Ich habe jetzt auch mal gegoogelt, als ich einen Artikel schreiben wollte, habe ich durchaus Artikel geschrieben, aus dem ich was übernehmen konnte. Allerdings waren das teilweise meine eigenen Arbeiten von 2001. Da gab es nämlich schon mal die Diskussion über diese Web-Sicherheit, also die Wireless Encryption, die wurde massiv angegriffen und seitdem warnen wir eigentlich davor. Nach Snowden wissen wir, dass offensichtlich die NSA das brechen kann. Wobei, da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich bin September aus dem Bett geworfen worden, weil es eine Anfrage von Spiegel Online gab, worauf ich Spiegel Online erst mal eine halbe Stunde erzählt habe, was ich von ihrer widerlichen Berichterstattung im Moment bei der Hetze gegen Sexarbeiterinnen halte. Trotzdem kam das Interview dann zustande und da habe ich einfach mal vermutet, dass wenn die NSA Echtzeit brechen kann, da RC4 der Kandidat ist. Weil was wird verwendet? RSA 1024, das ist möglicherweise brechbar, aber auf jeden Fall nicht in Echtzeit. Während wenn sie RC4 einen Durchbruch haben, ist relativ realistisch. Nachdem ich offensichtlich als einer der Ersten das vermutet hat, hat am nächsten Tag Bruce Schneier gemeint, es ist eine nicht ganz doofe Vermutung. Und wer Kryptografen kennt, weiß, dass das die Art ist, wie wir uns gegenseitig schmeicheln. Offensichtlich ist RC4 ein Kandidat. Eine weitere Unterstützung, die kam, war in den Torfolien, wo die NSA schlicht und einfach geschrieben hat, dass irgendwie ihre Angriffsvektoren sich geändert haben, als Tor von RC4 auf AES umgestiegen ist. Also das war der zweite Indikator. Es gab da noch Veröffentlichung von dem geschätzten Kollegen Applebaum, der das dann auch nochmal klar kommuniziert hat und daraufhin hat auch das BSI das auf ihren eigenen Seiten weggenommen und hat dann durchaus, sagen wir mal, gezeigt, dass das offensichtlich fundiert war. Aber ich möchte nochmal sagen, es gibt im Moment noch nichts Offizielles und ich habe da auch nicht andere Informationen als im Moment die Medien. Ich will es eigentlich auch gar nicht hören, weil mit dem, was im Moment rauskommt, bin ich eigentlich beschäftigt genug. Ich habe da inzwischen im hohen Alter doch einige Geduld entwickelt, was das angeht. Aber nochmal zusammenfassend, RC4, meine Vermutung, dass das um die Ohren fliegt, ist inzwischen sehr weit unterstützt.
Insofern, kleiner Hinweis, schalten Sie es einfach aus. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, was das bedeutet, dass RC4 online brechbar ist. Es ist die Standardeinstellung bei Google gewesen. Also der NSE konnte in Echtzeit alle Google-Nachrichten machen. Es war neue Einstellung bei Android. Google konnte alle, also NSE konnte alles mitlesen. Allein die Sache, und das sollten Sie einfach machen, hingehen und bei Ihrem Browser RC4 ausschalten, in dem schönen Bewusstsein, dass Sie jetzt gerade dafür gesorgt haben, dass die NSE wohl nicht mehr in Echtzeit mitlesen kann. Das ist zwar anstrengend, die Maus dahin zu bewegen, sollte man aber dennoch irgendwie machen, weil es ist eine große Quelle der Freude, dass man sich nicht auf Friedrich, nicht auf Pofalla und nicht mal auf Merkel verlassen kann. Aber wenn Sie halt selber einen Klick dafür sorgen können, dass dann erstmal nicht abgehört wird, ist eigentlich ein relativ gutes Gefühl, das sich da ergibt. Gut, Entschuldigung, es war noch eine andere Folie, nur ganz kurz, weil ich werde den Vortrag in ähnlicher Form, allerdings deutlich technischer, auch im CCC halten. Insofern werde ich hier in diesem Umfeld da nur ein paar Andeutungen machen. Wer das genau ansehen will, kann gerne nach Hamburg kommen oder später den Vortrag anhören. Analyse bei Stuxnet, nur so viel, die NSE hat offensichtlich sehr fortschrittliche Angriffstechniken. Einen der wenigen Bereiche, wo sie im Moment besser sind als die praktische Forschung. Ja, auch nicht richtig, also die Umsetzung ist da. Aber das ist so eine der wenigen Sachen, die aufregend war. Der Nachfolger ist SHA-2 und dieser SHA-2 kommt auch von der NSE und ist ähnlich gebaut wie die Hash-Funktionen, die alle komplett um die Ohren geflogen sind. Also insofern ganz interessant, ob man SHA-2 wirklich benutzen will. Alle Leute, die Bitcoins haben, sollen jetzt ein bisschen entspannt nach Hause gehen. Die meisten Sicherheitsprobleme würden dann nicht direkt auf Bitcoin ausstrahlen. Dennoch ist es sicher eine bessere Wahl, mittel- und langfristig SHA-3 zu verwenden. Das ist in einem offenen, transparenten Wettbewerb ausgewählt und ist bewusst anders konstruiert als die Vorgänger. MD4 kaputt, MD5 kaputt, SHA-1 kaputt, SHA-2. 156 hat noch niemand richtig genau angeguckt. Also das ist im Moment die Sicherheitslage. Ich habe erwähnt, dass Alien-Technologie durchaus relevant sein können und habe da immer vorher gelästert. Aber was hier relevant ist, ist die Tatsache, dass Quantencomputer geforscht wird. Quantencomputer können die Public-Key-Verfahren, die wir im Moment verwenden, in großer Geschwindigkeit brechen. Das ist der sogenannte Shor-Algorithmus. Das ist wirklich, sagen wir mal, naja, vielleicht wenn Sie eine vertiefte Vorlesung haben, kriegen Sie das erzählt, aber das ist bekannt. Und die ganze Zeit habe ich immer angenommen, das ist irgendwie ein bisschen spooky, mit Quantencomputern zu arbeiten. Seit Snowden wissen wir, dass die da erhebliche Mittel reingeworfen haben. Und kleiner Hinweis, wenn Sie elliptische Kurven verwenden, sind die extrem viel anfälliger gegen Quantenkryptographie als bisherige Verfahren. Mehr Details werde ich Ende Dezember in Hamburg erzählen. Nur noch eine andere Sache, die auch mit elliptischen Kurven zusammenhängt. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo ich trotz akademischer Höflichkeit die NSE doch etwas verhöhnen werde. Die NSE hat versucht, 2006 ein Backdoor in ein Zufallsverfahren einzubauen. Ein Zufallsverfahren, das die Eigenschaft hat, dass es 200 Mal langsamer ist als die Konkurrenzverfahren. Und so offensichtlich eine Backdoor eingebaut hatte, dass es irgendwie Stunden ging, bis die Kryptographieforschung darauf hingewiesen haben, Leute, da ist was völlig nicht Nachvollziehbares. Also das wäre eher relativ unterhaltsam gewesen, dass die sehr viele Mathematiker haben, aber sich dann so blöd anstellen, dass es sie nicht mal bei mir promovieren lassen würde. Das Problem an der Sache ist, dass sie diesen Mist, diesen unerträglichen, akademisch unakzeptablen Mist als Standard beim NIST durchgesetzt haben. Und hier ist ein Problem, das National Institute for Standard hatte einen großen Ansehen in der Gemeinde, war relativ wichtig für weltweite Standards und das Vertrauen in NIST ist nachhaltig erschüttert, weil nochmal, irgendjemand verkauft Ihnen was, was 200 Mal langsamer ist als Ihr bisheriger Computer und da steht auf der Tür, hier ist eine Möglichkeit, Zugang für eine Backdoor. Also wer sowas akzeptiert, der ist ein bisschen auf den Kopf gefallen. Das NIST hat es gemacht und hat damit ein Vertrauen, das über Jahrzehnte angesammelt war, schwer beschädigt. Also insofern wäre das eigentlich eine lustige Geschichte,
nach dem Motto, wahrscheinlich ist die NSA auch nur Behörde. Das bedeutet, egal wie viele kluge Mathematiker haben, die werden die irgendwie neutralisieren können. Allerdings, das NIST hat da wirklich komplett schmählich versagt. Und das NIST ist im Moment unter sehr exakter Beobachtung. Wer genau guckt, wird erkannt haben, dass er inzwischen bei SHA-3 ein paar Modifikationen vorgeschlagen haben, aber das relativ schnell wieder zurückgezogen haben. Gut, letzter inhaltlicher Punkt, bevor ich ein paar Ratschläge abgebe, ist eine Entwicklung, die auch ein bisschen unter dem Radar war. Microsoft und Kollegen versuchen im Moment die gesamte Sicherheitsarchitektur zu ändern. Die möchten einen TPM-Chip einbauen, der einfach bedeutet, dass da ein Chip ist, den sie nicht mehr voll kontrollieren können. Also alle Ratschläge, die ich Ihnen gemacht habe, man kann mit Open Source was Sicheres drauf aufbauen, werden wahrscheinlich scheitern, wenn Microsoft das durchsetzt, dass da ein System ist, insbesondere mit Secure Boot, wo es dann schwer möglich ist, andere Systeme einzubauen. Das ist eine Sache, die hat auch kartellrechtliche Auswirkungen, so dass die Bundesregierung im Moment da durchaus sehr kritisch und vernünftig agiert. Aber ich will jetzt mal in diesem Snowden-Vortrag noch auf was hinweisen, Hintertüren. Es ist ein Traumchip für die NSA, das TPM. Warum? Naja, also die sagen, Leute, baut mal eine komplette Sicherheitsarchitektur basierend auf dem TPM auf. Okay, gute Idee. Sie haben keinen Zugriff mehr auf die zentralen Schlüssel. Das bedeutet, sie können sich nicht wehren. Was kann man vielleicht trotzdem machen? Naja, die Schlüssel komplett abgreifen. Und jetzt wird es horrormäßig. Diese TPM sind praktisch eingebaute Smartkarten. Für diese Smartkarten werden die kryptografischen Schlüssel außerhalb erzeugt und dann im Produktionsprozess eingebracht. Das bedeutet, ein gut gelaunter Hacker holt sich eine Datei mit alle Schlüsseln und hat dann komplette Generalschlüssel für die ganze Sicherheitsarchitektur. Sehr beruhigende Perspektive. Außerdem muss man davon ausgehen, dass möglicherweise die Firmen gezwungen sind, Backdoors einzubauen und nicht drüber reden dürfen. Das ist auch eine lustige Konstruktion des amerikanischen Rechtsstaats mit Geheimgerichten und mit Knebelverträgen, die ich völlig unakzeptabel finde. Vielleicht ein paar Worte zur USA. Formal ist es noch ein demokratischer Rechtsstaat. Es ist nicht, sicher nicht der demokratische Rechtsstaat, den ich mir wünsche, aber wenn man ein bisschen rumguckt in der Welt, ist mein Vertrauen in das chinesische Rechtssystem nicht deutlich besser ausgeprägt. Bei allem Amerika-Bashen möchte ich auch darauf hinweisen, es gibt da Diskussionen im amerikanischen Senat ist eine sehr deutliche Einschränkung der NSA-Tätigkeit nur relativ knapp gescheitert. Nichtsdestotrotz ist die momentane rechtliche Situation völlig unakzeptabel. Und auch diese andere Perspektive, dass dieser TPM-Chip, der die ganze Sicherheit machen soll, in China produziert ist, lässt mich auch nicht so richtig entspannt schlafen, ehrlich gesagt. Kommen wir zu dem Punkt, Bruce Schneier hat es formuliert, die Mathe ist okay, aber der Code, da kann man alles Mögliche einbauen. Und da kann ich auch aus meiner Arbeit in meiner Jugend berichten. Damals habe ich publiziert auch zu dem Thema Kleptographie. Was ist Kleptographie? Kleptographie ist die Methode, Schlüssel zu klauen und beweisbar das sicher in der Form zu machen, dass der Angegriffene nichts mitkriegt. Da habe ich auch ein schönes Paper mit dem Titel All Your Key Bits Belong to Us geschrieben, 2006. Ist relativ lustig, weil Sie können dann nachweisen, dass Sie nichts nachweisen können. Also selbst wenn Sie das Gerät aufschrauben, sehen Sie, da ist irgendwas Fieses drin, aber ich habe keine Ahnung, was das gemacht hat. Das ist einfache Handwerkskryptographie. Also es war kein besonders tiefes Paper. Aber wie gesagt, also es ist in der Kryptographie wirklich eine eigene Spieldisziplin, die Sachen genau zu machen. Aus dem Grund brauchen wir offenes Hardware-Design. Wir wissen nach Snowden, dass das wirklich einer der Hauptangriffsvektoren der NSA war, dass sie ein Milliardenprogramm haben, um in Software und Hardware Hintertüren einzubauen. Lesbarer Quellcode und aufmerksame Entwickler bieten hingegen eine deutlich bessere Sicherheit. Nochmal, ich bin großer Anhänger von Open Source. Ich halte es auch für vernünftig.
Aber wissenschaftlich betrachtet ist die notwendige Bedingung lediglich, dass man den Code ansehen kann. Es ist besser, wenn man ihn auch ändern kann, aber sagen wir mal, eine notwendige Bedingung ist ein lesbarer Code. Und in der Kryptographie haben sie das auch an sehr vielen Stellen. PGP ist ein Programm, wo der Code immer offen gelegen ist, damit jeder gucken kann, dass das ordentlich gemacht wurde, aber unter einer kommerziellen Lizenz. Kryptophon, wo ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe, war immer oben, nicht Open Source, aber lesbarer Code und eine harte kommerzielle Lizenz. Das ist nicht das, was ich mir wünsche, aber ich weise darauf hin, dass es zunächst mal keinen Zwang gibt, Open Source zu machen. Es gibt auch Shared Code Initiativen, wo Microsoft einigen Regierungen den Code zeigt. Das bietet einen geringeren Schutz als die Veröffentlichung, weil dann die freie Forschung dran arbeitet. Die ist besser als die Leute im Verborgenen arbeiten. Als intelligenter Mensch in der Kryptographie hat man keine Probleme, sein Auskommen zu sichern. Niemand, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kommt dann auf die Idee, bei Geheimdiensten zu arbeiten, die schlecht zahlen, die komische Riten haben, wenn man wieder aussteigen will. Und ansonsten, naja, es ist Militär. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die intelligenten Leute dann bei ihnen Vorgesetzter sind. Ohne jetzt allzu gehässig zu werden, aber mein Mitgefühl, dass das BKA keine Informatiker für ihre Überwachungsarbeit machen, ist eine Sache, wo mich nur so am Rande mit Trauer erfüllt, ehrlich gesagt. Gut, was fordern wir? Naja, starke Kryptographie sollte Standardeinstellung werden. Wir sehen an Laberbit, was ich damit meine. Es ist scheinbar nicht angekommen bei den Leuten in den Entscheidungssachen, dass dieses Laberbit eine Sache zeigt. Wenn die US-Regierung Schlüssel haben will, dann kriegt sie die. Das Problem ist, wenn die Standardeinstellung bei SSL verwendet wird, bedeutet es, dass wenn die Schlüssel aufgedeckt werden, Organisationen, die alles gespeichert haben, also ich gehe mal davon aus, dass die NSD gemacht hat, alle Kommunikation von allen Kunden aus der Vergangenheit und wenn nichts geändert wird, aus der Zukunft lesen können. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es kann sein, dass im normalen, rechtlichen, ordentlichen Prozess das abläuft und Zugang gemacht wird. Das bedeutet aber, gehen Sie nirgendhin, wo ein Krimineller sein könnte, weil alle Ihre Schlüssel werden möglicherweise aufgedeckt, wenn die Polizei, möglicherweise sogar rechtsstaatlich in Ordnung, an diesen Schlüssel rankommt. Nochmal, das ist wirklich ein Problem, das alle aufgefangen hat, und Heise hat sehr schön und drastisch formuliert, das ist das Todesurteil für die US-Kryptographie, und auch US-Cloud-Anwender wundern sich wahrscheinlich nur am Rande, dass sie weniger oft besucht werden, weil auch bei auch der netteste, freundlichste, gesetzkonforme Mensch kann nicht garantieren, dass die Anwender nicht vielleicht irgendeinen Gangster haben, der irgendwelche Musikstücke, Raubmord kopiert oder andere schlimme, schwere Qualitätsverbrechen begeht. Das bedeutet, dass alles aufgedeckt ist. Klingt irgendwie alles katastrophal, aber Kryptographie ist cool. Kryptographie ermöglicht mit einem Mausklick den Ärger zu beenden. Das bedeutet die sogenannte Perfect Forward Secrecy. Das ist eine akademische Konstruktion, wo man zeigen kann, dass ein Schlüssel nur für die Kommunikation benutzt wird und immer ein neuer Schlüssel gemacht. Das bedeutet, dass nicht, wenn ein Schlüssel kompromittiert wird, alle da sind. Ist in der Kryptographie eigentlich Standard, dass man das machen sollte. Und für die Leute, die ein bisschen obrigkeitshörig sind als ich, auch der Hinweis, dass das BSI im Oktober eine klare Handreichung für die Behörden gemacht hat, dass das gefälligst wieder eingestellt werden kann. BSI hat auch vor ein paar Tagen RC4 freundlicherweise von ihrer Sicherheitsseite entfernt, was ich natürlich auch ehrlich gesagt ein paar Wochen oder Monate früher erwartet hätte, aber besser jetzt als nie. Algorithmenempfehlungen sind auch relativ ingenieursmäßig konservativ. Verwenden wir starke Kryptographie mit einem extra Sicherheitsspielraum. Das bedeutet, wenn Sie AES verwenden, verwenden Sie 256-Bit-Schlüssel. Kleine Anmerkung, selbst wenn diese Alien-Technologie Quantencomputer funktionieren, reduzieren Sie die Angriffskomplexität für AES auf 256 auf 128-Bit, was bedeutet immer noch einige Quatschtrillionen warten. Umgekehrt, wenn Sie 128-Bit verwenden, würden sie dann auf 64 runter gemacht werden, und das ist eine einfache Übungsaufgabe, dass das inzwischen fast in Echtzeit möglich ist. Also insofern wirklich konservativ einen Sicherheitsspielraum machen. Schlüssellängen größer gleich
2096 Bit für RSA und die für Hellman-basierte Systeme. Und wenn man irgendwie gesund schlafen will, sollte man auch die Hash-Funktion mindestens 256, besser 512 Bit machen. Hier auch der Hinweis, ohne Schlüsselkontrolle für die Anwender, ohne lesbaren Code und offene Hardware helfen die ganzen Verfahren nichts gegen Geheimdienst-Backdoors. Also die Geheimdienst kann einfach einen Backdoor reinmachen, das alles, du verschlüsselst toll, aber wir haben die Schlüssel, machen. Also insofern nochmal der Hinweis, wir können mit Kryptographie zaubern, aber wir können nur zaubern, wenn nicht irgendwie jemand direkt neben uns dann halt ein Überwachungsgerät einbaut. Wenn wir auf der Leitung sind, ordentlich kryptografiert, machen Sie sich klar, wirklich Ihre Smartkarte im Telefon ist tendenziell in der Lage, Code zu erzeugen, die in Jahrtausenden von den Geheimdiensten nicht brechbar sind. Das ist eine Art von Magie, die ich in keinem anderen Bereich gemacht habe. Und überdenken Sie auch immer irgendwie alle Leute, die es cool finden, Mathe uncool zu finden. Mit ein bisschen Mathematik können Sie wirklich das Spiel dramatisch ändern und das sollten Sie auch tun. Wir sollten kryptografische Lösungen als notwendige Technologie für ein freiheitlich-demokratisches Grundwesen machen. Wenn der Staat immer mehr verschlüsselt, müssen wir halt immer mehr als immer mehr abhört, müssen wir auch mehr verschlüsseln. Trotz aller diskutierten Angriffe ist die schlechteste Idee, überhaupt keine Krypto zu benutzen. Ungeschützt und unverschlüsselt kommunizieren bedeutet einfach, dass die NSA eine Antenne hochhebt und alle Daten hat. Den Spaß sollte man ihnen eigentlich nicht gönnen. Kleine Anmerkung, auch ungewaschene Hacker können, wenn sie unverschlüsselt Sachen machen, die einfach abhören, weil nach dem Gesetz brauchen sie einen besonderen Schutz der Daten. Also alle Computerkriminalität greift nicht so schnell ein, wenn sie überhaupt nicht verschlüsseln. Also auch wenn sie schlecht verschlüsseln, ist es ein juristischer Schutz. Insofern wirklich eine Empfehlung, ungeschützt gar nicht. So, kryptografische Forschung können aber sogar, und da komme ich dann zum optimistischen Schluss, neue Welten schaffen, neue interessante Ideen machen. Und ich will nur zwei Sachen hervorheben im Moment. Wir haben zum Beispiel im JABBA das OTR-Protokoll. Dieses OTR-Protokoll ermöglicht die Sache eines privaten Gesprächs. Also auch Feature des privaten Gesprächs, dass man sich einerseits mal auskotzen kann, aber nicht, sagen wir mal, damit rechnen muss, dass es jemand veröffentlicht. Also insbesondere, wenn Sie Sachen unterschrieben haben, möchten Sie manchmal Sachen, die Sie gesagt haben, im SUF nicht unbedingt weltweit kommuniziert haben. Insofern gibt es da einige lustige Hacks, die Sie sich mal angucken können. Das OTR-Protokoll bedeutet, wir können erkennen, dass wir verschlüsselt mit jemand reden, wir können wissen, mit wem wir reden, aber wir können die Sachen, die wir besprochen haben, nicht beweisbar veröffentlichen. Also insofern, wenn man in Kryptografie nachdenkt, kommt man wirklich zu sehr interessanten Sachen. Vorletzte Folie, digitales Geld muss ich jetzt, glaube ich, nicht ausführlich sagen. Also wenn mal Kryptografen ein bisschen spielen, haben sie gleich auf einmal Milliarden aus dem Nichts über Bitcoin gemacht, was ich eigentlich relativ unterhaltsam finde. Könnte relativ wichtig sein. Also könnte wirklich das Spiel ein bisschen ändern. Was ich relativ lustig fand, alle Leute haben mit Recht argumentiert, naja, Bitcoin, das basiert auf dem zwielichtigen Vertrauen in zwielichtige Leute. Habe ich nur genickt und habe gesagt, so, junger Mann, jetzt schauen Sie sich mal an, wie das normale Geld entsteht. Das war dann auch irgendwie mal eine überraschende Nachdenkerei. Ist interessant, ich habe keine Bitcoins, ich mache genug andere Sünden, ich muss jetzt auch nicht rumzocken. Aber es ist eine ganz spannende Sache, anonyme Abstimmungsverfahren. So einige Ideen, die jungen Piraten gehabt haben mit Online-Feedback, also mit Liquid-Feedback, das ermöglicht auch Leuten, die nicht irgendwie diese normale Politikertour mit, ich komme nur in den Bundestag, wenn ich Hektoliter weiße Bier und Kilo weiß Bratwurst aufgegessen habe. Das ist für normale Menschen, insbesondere Leute, die sowas Exotisches wie ein Privatleben oder Verantwortung für andere Leute haben, schwer zu machen. Diese Leute haben aber trotzdem die Möglichkeit, zum Beispiel mit Liquid Feedback dann zeitversetzt vernünftige Sachen reinzubringen.
Und mit starker Kryptographie kann man sogar sorgen, dass sie das anonym machen oder reputationsbasiert oder sowas machen. Ich habe mit den Piraten geredet, aber die waren mit wichtigeren Sachen beschäftigt. Auch der CCC habe ich schon mehrfach versucht, was so Überflüssiges irgendwie vorzustellen. Die fanden das alle irgendwie nicht cool genug. Können wir mit leben. Wie gesagt, ich kann warten. Über Jahre bin ich von allen möglichen Leuten irgendwie als Aluhut und Spinner bezeichnet worden. Die sind alle deutlich leiser geworden. Und auch diese Post-Privacy-Realisierung durch die NSA tut auch die wenigsten Leute, die früher da mit sehr exotischen Thesen rumgelaufen sind, irgendwie glücklich machen. Also insofern ist da eine gewisse Ruhe da. Und als Professor ist es auch erlaubt, eine besserwisserische Folie als Abschluss zu machen. Das Kryptophon, wo ich 2003 was gebaut hatte, hat 4096 Bit und Perfect Forward Secrecy, hat immer 9 Schlüssel gehabt. Hat zweimal SHA 256, weil SHA 1 war damals schon kaputt, wird immer noch in Trusted Computing übrigens unterstützt. SHA 256, was Bitcoin machte, war neu, fand ich aber echt ein bisschen arg neu, deswegen haben wir es zweimal benutzt. Übrigens, Bitcoin macht das auch zweimal benutzen, also insofern, es gibt schon Leute, die offensichtlich ein bisschen zuhören. Wir haben AES mit 256 und Two-Fish XOR verknüpft, also praktisch auch da eine deutliche Abschätzung. Kommen wir 10 Jahre weiter, es ändert sich total viel auf der Kryptowelt. Heute sind die Empfehlungen immer noch 4096 Bit RSA, 4096 Bit Diffie-Hellman, Hash 512, das ist ein bisschen anders. Früher haben wir zweimal 256 gemacht, weil keine 512 rumlagen. AES mit 256 können wir auch übernehmen. Wenn sie elliptische Kurven machen, dann sollten sie auch hier ausreichende Sicherheitsspielräume machen und mindestens 512 Bit verlagern. Aber zusammenfassend, machen sie sich den Spaß, dass sie die Geheimdienste besser ärgern und demütigen, als unsere Regierung das immer machen könnte, indem sie den Klick auf RC4 deaktivieren machen, den Klick auf Perfect Forward Security Secrecy machen und dann deutlich entspannter in die Zukunft surfen. In diesem Sinne viel Spaß noch an den Geräten. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen oder Kommentare? Findet ihr das alles doof? Da ist die erste. Ja, es wurden jetzt Algorithmen vorgestellt, die man eher nutzen sollte. Wie sieht denn das im Embedded-Bereich aus, wo man ja doch nicht so viele Ressourcen hat? Sehr gut. Die ganzen Algorithmen sind obszön optimiert, also speziell AES ist obszön optimiert für kleine Embedded-Systeme. Das ist übrigens eine ganz coole Geschichte. Da haben die besten Leute, Ron Rives war in der Endrunde, IBM war in der Endrunde, also wirklich, Bull Schneier war in der Endrunde und es waren zwei gut gelaunte belgische Doktoranden, die E-Technik gemacht haben und wirklich obszön für eingebettete Geräte und Smartcard optimiert haben und damit die Großen rausgekegelt haben. Also die Antwort ist, die Sachen sind, die neuen Verfahren sind genau für embeddete Systeme handgetöpfert. Also da haben sie teilweise also irgendwie so 6 CPU-Operationen für ein Byte verschlüsseln. Also es ist schon so, ich sag wirklich obszön bewusst, weil also diese jungen Wissenschaftler sind hergegangen und sagt, wir machen es jetzt mal, wir kämpfen gegen IBM, gegen Ron Rives, wir machen jetzt mal was, was gerade sicher ist, aber verdammt schnell und verdammt gut zu implementieren. Und damit haben sie gewonnen. Aus dem Grund, weil es zu hart optimiert war, haben wir bei Kryptophon auch nochmal Two-Fish verwendet, weil wir AES kein gutes Gefühl hatten. Und ich würde heute auch empfehlen, machen Sie AES, das ist überaggressiv optimiert auf Schnelligkeit. Investieren Sie irgendwie, ich glaube, 15% oder 20% mehr Zeit und verwenden Sie, denn genauer gesagt ist es 8 Runden für AES 128 und 10 Runden für 256, also sehr wenig. Machen Sie das, aber die Sorge ist adressiert und die haben wir schon seit auch über einem Jahrzehnt gelöst eigentlich. Weitere Fragen? In der Zwischenzeit kann ich mal kurz eine Bitte weitergeben. Und zwar hat sich im Hof ein Fahrrad an ein anderes Fahrrad rangeschlossen. Das heißt, die Person mit dem Fahrrad kann jetzt gerade nicht wegfahren. Wenn also jemand von euch ein... Wir holen dann gleich die Knacker.
Wenn jemand von euch ein schwarzes Damenfahrrad hat und irgendwo im Hof sein Fahrrad angeschlossen hat? Nein? Niemand? Niemand traut sich? Ja, ihr könnt da ganz unauffällig rausgehen. Vielleicht ist es auch jemand unten oder jemand draußen im Hof, wer weiß. Alle anderen können dann das Schloss in zwei Teilen wieder abholen ab morgen. Ja, weitere Fragen, Anmerkungen, sonst auch gerne einfach jetzt gleich bei einem Kaltgetränk. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Rüdiger Weiß für den Vortrag. Ja, ihr merkt, es ist viel los.